Willkommen zurück zu Zelda A Link to the Past. So, wir benutzen erstmal das Spiel und fordern uns damit wieder in die Lichtwelt. Und danach nehmen wir uns hier die Flöte und begeben uns dann mal zum Todesberg Richtung des letzten Dungeons. So, Nummer 1 ist direkt richtig. Perfekt. Starten wir uns hier den Enterhaken. Bevor wir uns aber in den... Okay, Glück gehabt. Bevor wir uns aber in den letzten Dungeon wagen, werden wir hier noch vorher lang gehen. Okay. Oder eventuell ein Stockwerk höher. Denn hier gibt es auch noch in einer Höhle... Autsch! Ein Herzteil. So, ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war. Wir mussten hier einen Teleporter in die Schattenwelt nehmen. Ist der hier? Nee, der ist nicht hier. Crap. Okay, dann mussten wir, glaube ich, erst über die Brücke. Ja. Hier ist eine kaputte Brücke. So, einfach rüber. Und hier muss irgendwo ein Teleporter sein, der uns in die Schattenwelt bringt. Und dann müssen wir uns... Ich glaube, hier ist er. Ja, ja. Ja. Sehr schön. Und jetzt müssen wir uns da die Höhlen hocharbeiten. Soweit das möglich ist. So, welche ist denn da die... ja. Die Höhle wird es nicht sein, denn da ist nämlich keiner. Dann mal hier lang. Okay. Hier sind zwei. Tja. Die führt dahin. Wo führt die denn hin? Naja, okay. Zu irgendeinem langweiligen Typen, der was verkaufen will, was wir nicht wirklich brauchen. Gut, ist aber kein Problem. Also kämpfen wir uns jetzt die Höhle nach oben. Ja, mal hier lang. Hätten wir auch mal einen anderen gehen können, aber keine Ahnung. So. Ah. Okay. Egal, springen wir mal runter. Gucken, wo wir rauskommen. Ah, ja. Okay. Dann mal hier lang. Ja, das hat's gebracht. Aber okay, ich glaube, wir müssen uns jetzt hier runterfallen lassen. Entschuldigt bitte. Und dann hier. Das sieht schon mal gut aus. Oder? Naja, gut. So, ah, mit einem Schlag sind die alle weg. Ja, stark. Welche nehmen wir denn? Nehmen wir den. Okay. Nein, das war der... Okay, hier sind Bomben. Aber ich glaube, hier ist das Herzteil auch nicht dran. Nee, da ist das Herzteil auf jeden Fall nicht dran. Aber um offenbar sicher zu gehen. Also ich hoffe, die Steine sind jetzt wieder so, wie sie am... Ja, sehr schön. So. So. Und so. Naja, super. Ja, eine Rubine. Okay. Hat mich jetzt aber auch überrascht, weil das müsste eigentlich noch ein bisschen höher sein. So. Okay. Sind wir hier? Ja, das sieht schon besser aus. So. Na ja, erstmal den wegmachen. So, hier müssen wir uns mit dem Enterhaken rüberziehen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Okay, Rubine, die sind aber total Latte. So. Da kommen wir... Nee, da kommen wir so nicht dran. Aber jetzt muss ich gerade mal was ausprobieren. Wir haben... War das Luft? Ich glaube, es war Luft. Okay. Hier nicht, aber ihr habt es oben hoffentlich gesehen. Da ist nämlich jetzt ein Weg. Hier die Kiste könnten wir uns holen. Machen wir das doch glatt mal. Ah, okay. So kommen wir daran. Ja, die Rubine werde ich mal mitnehmen, weil ich dann offscreen unsere Bombenplätze und Co. mal erhöhen werde. Aber jetzt komme ich nicht. Klasse. Okay, lass uns einfach mal runterfahren. Trifft sich hier gut, wir müssen eh wieder dahin. So. Jetzt nochmal hier das Luftmeer. Ja, hier, 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 ja.
lassen wir die Bomben mal. Ich glaube, es kam noch so eine Passage, oder? Nee, gut. Finde ich auch nicht schlimm. Da nix, da nix. Da geht's lang. Hier, okay, ist auch was. Okay, eine Fee, aber wir haben volle Herzen, also ist das egal. Also hier lang. Dann hier nochmal gucken. Brauchen wir noch Feen? Wir haben doch eine verbraucht. Aber ich habe doch... Nee, gut. Dann nehmen wir uns eine mit. Wunderbar. Zack. Perfekt. So. Ja, und hier sind wir richtig. Jetzt müssen wir hier unseren Spiegel benutzen. Und dann müssten wir jetzt auf einer Insel sein mit einem Herzteil. Dum, dum, dum. Zack. Herzteil gefunden. Gut. Dann können wir direkt mal wieder hier durch. Wir können jetzt... Wo lande ich eigentlich, wenn ich hier... Ja, sehr gut. Glück gehabt. Und hier vorne ist dann auch direkt der Dungeon. Aber wir mussten dafür nochmal... Genau, hier zurückspringen. Denn hier kommt man auch wieder nur über Teleporter an. So. Das Ding hochheben. Ja, dann mussten wir hier in einer bestimmten Kombination die Flöcke einhauen. Und deswegen glaube ich hier an. Und dann hier und dann dennoch. So. Und dann stehen wir hier und hier ist wieder so ein Medaillonplatz. Welches ist es? Das. Ja, die Medaillon. Und dann öffnet sich der Dungeon hier auch. Okay. Gut. Und innerhalb dieses Dungeons finden wir dann auch den Weg zum letzten Herzteil. Und dann sind wir auch schon durch. Dann haben wir alle Herzteile gesammelt. So. Hier rein. Okay. Und hierfür brauchen wir jetzt den Somaria-Stab. Somaria-Stab, genau. Denn der macht, zack, diese schöne Plattform. Und die bringen uns dann hier rüber. So, ich glaube, der Dungeon war an sich auch nicht so groß. So, hier wollen wir geradeaus und hier rechts. Nein! Dum, 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 dum. Rechts habe ich gesagt. Genau da. So, die Tür ist zu. Und wie kriegen wir auf, indem wir hier draufsteigen, hier runterfahren. Und dann müssen wir gleich die vier Fackeln hier aktivieren. Also ihr seht nur zwei, aber da kommen gleich noch zwei andere. Die müssen wir dann gleich aktivieren. Wir müssen halt nur schauen, dass wir die nicht zu früh aktivieren. So. Ja, gleich sind wir auch schon wieder am Ende. Okay, und jetzt geht's los. Komm, immer noch. Okay. Hat noch gepasst. Und jetzt zoome ich noch eine Runde drin. Sehr schön. Dann geht's hier rein. Ah, die Walzen, die sind erstmal egal. So. Kann man das bewegen? Nee, kann man nicht. Schade. Ist egal. Hier ist ein kleiner Schlüssel. Magie. Ja, gut, die Karte. Aber die Karte ist ja nicht so wirklich wichtig. Also ich kann mit der Karte hier auch, ehrlich gesagt, gar nichts anfangen. Ah, scheiße. Ups, so. Generell Zelda und Karte, ich weiß es nicht. Also komme ich auch nur bedingt mit zurecht. Blödsinn, wir brauchen den Stab. Halt nicht den. Nein, den hier. So, jetzt wo wir den Schlüssel haben, können wir nämlich... Nein, der wollen wir nicht rein. Sondern wir wollen noch eins weiter. Genau, hier wollen wir rein. So. Ah ja, jetzt gibt es auch die hier. Aber die sind mit unserem Crap dann drin. So, genau, ich wusste, da war noch irgendwas. Gut.
Neue Gegner. Ja, geile Kettenhunde, die richtig beschissen sind. Wir können die auch nicht umhauen. Und die gehen verdammt auf die Nerven. Was machen wir hier? Wir machen das hier. Hoppla. Dann das hier. Autsch. Switch. Oh, crap. Die ziehen auch ordentlich ab. So, und Schlüssel. Gut, ich stelle mich mal hier in die Ecke. So, an der Stelle machen wir einen kleinen Schnitt. Und im nächsten Teil geht es dann weiter auf dem Schildkrötenfelsen. Bis dann.